Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Resident Evil 3, dem Remake mit Jill in der Hauptrolle. Dann wollen wir mal weitermachen. Hier war nichts mehr, ne? Super. Das ist alles noch voll, außer die hier, aber ja, da haben wir auch nur noch zwei von denen. Ich komme hier gar nicht durch die Tür. Hupsi! Was soll ich denn hier machen? Da unten komme ich nicht mehr hin. Also, wenn wir das angucken. Unfertiger Bericht. Bericht? Ja, Bericht. 26.09. 13. RC infiltriert. 13 Uhr RC infiltriert. Raccoon City. Ja, doch. Sporadische Unruhen. Beginn der Mission. 19:30 Uhr. 5 RPD-Polizisten gegen einen Pack von 20 beobachtet. Polizisten in 20 Minuten dezimiert. 27.09.12 Uhr. Testlauf an der Universität. Pack inklusive Hunde zum Campus umgeleitet. 64% Infektion und Verwandlung in 2 Stunden. Keine Überlebenden. 23 Uhr, erfolgreiches Treffen mit MV-Kolonne. Werde ersten Versuch bei Dämmerung starten. 28.09., 4:30 Uhr. Pack zum Gefechtsstand umgeleitet. Ergebnis: nächtliches Gefecht im geschlossenen Bereich mit großer Anzahl Kämpfer. Video beigehängt. 8 Uhr, Ende des Gefechts. 7 Überlebende. 18 Uhr, unbekannte Biowaffe wurde an Punkt D18 eingesetzt. Verfolge sie wie befohlen. Sie scheint auf der Jagd zu sein. 20 Uhr, beobachtet zwei Stars. Ein Mann infiziert und eine Frau. Die Biowaffe verfolgt die Frau. Ja, ja. Unsererdings. 29.09. 0 Uhr, die Frau, Jill Valentine, hat Kontakt zur MV-Kolonne aufgenommen. Verhalten und Ansehen der Biowaffe entsprechen der von Projekt Nemesis. Untersuche weiter. 4 Uhr. Habe beobachtet, wie die Biowaffe konventionelle Waffen nutzt. Sie scheint stark fixiert auf die Terminierung von Jill Valentine und kennt den Aufbau der Stadt. 7 Uhr. Metamorphose in der Biowaffe. Durch Kampf gegen Jill Valentine ausgelöst. Video angehängt. Jill Valentine wurde infiziert und ist bewusstlos. Habe wie befohlen Proben gesammelt. 30.09. 0:30 Uhr. Mehr als 17 Stunden sind verstrichen. Seit Jill Valentine Virus ausgesetzt war. Sie verwandelt sich nur langsam, was nahelegt, dass sie resistent ist. 4 Uhr. Impfstoff wurde von einem Soldaten der MV-Kolonne Carlos an sich gebracht und an Jill Valentine verabreicht. Erwarte, Jill Valentine wird 20 Stunden nach Verabreichung wieder kampfbereit sein. Die Biowaffe scheint eindeutig Projekt Nemesis zu sein. Kontakt zu Jill Valentine lässt sie sich verändern. Und entwickeln. Werde weitere Begegnungen anregen, um präzisere Daten zu erhalten. Ah ja. Nun nutzt doch nicht diese kleine Mini-Waffe. Ach, du bist es. Du hast so viele Waffen, aber du nutzt die. Sie geben uns eine Chance. Okay. Sie stoppen den Angriff, wenn... Und das ist ein verdammt großes, wenn wir ihnen den Impfstoff liefern, bevor sie starten. Okay. Wie viel Zeit bleibt uns? Stunden, vielleicht. Ja, das war mir klar. Lass uns keine Sekunde verschwenden. Hier lang. Ja. Warte. Ach, unsere Brandmunition ist leer. Ach so, warte mal. Warte mal. Hab ich nicht noch? Nee, ich habe nur Sprengstoff A, ne? Wir haben kein B mehr, ne? Okay, dann nehme ich noch die mit. Und gehe dahin. Der Impfstoff ist weiter vorn. Okay. Du willst nicht anhalten? Anhalten? Wofür? Ich schaff das schon. Ah ja. Okay. Erledigen wir das.
Ui. Oh, ich habe gerade die andere Waffe in der Hand gehabt. Ja, natürlich. Benutzt doch die Dings. Die Granaten. Ja, nee. Der stirbt. Doch. Danke. Hui. Also die Granaten hätten mehr gebracht. Glaube ich. Oh, ja. Komm, kriegst du erstmal eine schöne Dusche. Und hier ist der Föhn. Okay, ist nichts. Ist hier wieder so ein Safe Room? Na, zumindest ist hier Loot. Ah ja, hier ist ein Safe Room. Haben wir noch was liegen? Nest 2 Mitarbeitervorschriften an alle Nest 2 Mitarbeiter. Die Ziele dieser T-Virus-Forschung, T-Virus-Forschungseinrichtung unterscheiden sich von denen der Nest-Haupteinrichtungen. Wir konzentrieren uns hier auf reale Einsatzfälle, die bei der Entwicklung neuer Bivo-Waffen auftreten. Beispielsweise die Erforderlichkeit eines T-Virus-Impfstoffes oder auch eine neue oder auch neue Waffensysteme mit der Fähigkeit, Biowaffen unter Kontrolle zu bringen. Einige Aspekte unserer Arbeit hier können gefährlich sein. Daher ist es unerlässlich, dass alle Mitarbeiter die Arbeitsplatzvorschriften mit äußerster Sorgfalt einhalten. Insbesondere wird der unerlaubte Zutritt von nicht genehmigten Besuchern oder die Entfernung von arbeitsbezogenen Daten oder Materialien mit strengen Disziplinarmaßnahmen bestraft. Es ist eine große Ehre, Teil einer der besten Forschungsorganisationen der Welt zu sein. Halten Sie sich das immer vor Augen und befolgen Sie die Vorschriften, während wir neue und revolutionäre Technologien entwickeln. Ah ja. Oh, ich habe die Karte bekommen. Dankeschön. Wo liegt denn hier noch was? Ach, hier. Oh, noch hochwertige Scheißpulver. Okay, dann kommt das rein und das rein. Wohl. Okay. Hier ist nichts mehr drin, ne? Okay. Du hast alles nachgeladen? Ne, der ist nicht nachgeladen. Ach, egal. Wir haben noch genug mit. Warte mal. Ach, das ist der Stiri-Raum. Okay. Ich habe eine Karte bekommen, aber nicht vom ganzen Bereich. Ah ja. Mhm. Sieht so aus, als wenn da was drin wäre. Ja.
Was hat er denn? Isaac Graves Tagebuch. Die Bezahlung war üppig, die Zusatzleistung gut und am wichtigsten, sie versprachen mir, dass ich einen Beitrag zu modernster medizintechnischer Forschung leisten würde. Für einen Universitätslehrenden aus nirgendwo Amerika war das eine unglaubliche Chance. Wie ein Gewinn im Lotto, also nahm ich an. Ich überzeugte meine Familie und wir sind hier nach Raccoon City gezogen. Nun, im Nachhinein weiß man es immer besser. Dieses Labor ist eine Höhle von Monstern, die grausame und barbarische Experimente mit dem einzigen Zweck durchführen, menschliches Leben in der abscheulichsten Weise wie möglich zu nehmen. Es ist krank, die Welt muss davon erfahren, aber jedes Mal, wenn ich mir genug Mut ansammle, um Alarm zu schlagen, muss ich an Penny und Casey denken und krieg dann sofort kalte Füße. Umbrella hat diese Stadt in der Tasche. Es gab da diesen Typen, den sie dabei ertappten, wie er Firmengeheimnisse nach draußen schmuggelte. Sie haben ihn regelrecht an die Betas verfüttert. Verfüttert? Ich habe alles mit angesehen. Ich habe meine Frau und Tochter damit reingezogen. Ich muss nur meinen Job machen. Nur machen, was sie mir sagen. Ihretwillen. Aber dies soll ein Beleg dafür sein, dass ich ein Gewissen habe. Und dass ich meine Lektion gelernt habe. Ja, bringt dir nur nicht mehr ganz so viel als Zombie, ne? Ja, ja. Cool. Sicher? Du willst nicht aufstehen? Okay. Ah, die stehen später auf, ha? Die stehen doch noch auf. Was haben wir denn hier alles? Jetzt mal umgucken. Hier liegen so viele Körper rum. Das muss doch irgendwann, hier ist Munition. Wo? Da. Da liegt auch noch was. Hier? Ja. Schönes Scheißpulver. Ich gehe mal davon aus, dass hier der Dings drin ist. Essay zur Impfstoffsynthese. Über die Rolle von Antigenen und Adjuvantien in der Impfstoffsynthese. Dr. Nathaniel Barth, leitender Forscher Spencer Memorial Hospital. Für die effizienteste Synthese eines Impfstoffes sind sowohl ein Antigen und ein Adjuvans erforderlich. Das Antigen produziert eine Immunreaktion, während das Adjuvans die Wirkung solcher Reaktionen verstärkt, was zu einer erhöhten Antikörperproduktion führt. Indem man Proben dieser beiden Stoffe kombiniert, kann man eine potente Impfstoffbasis herstellen. Indem man diese Impfstoffbasis mit unserer eigenen Verarbeitungsanlage aufbereitet, kann eine größere Menge Impfstoff erstaunlich leicht hergestellt werden. Darüber hinaus führt die Verwendung meiner neuesten Antigen- und Adjuvanzproben zu beispiellosen Raten der Antikörperproduktion. So wird eine mehr als 1000-fach höhere Antikörperproduktion als durch traditionelle Stoffe erreicht. Dadurch ist die Arznei nicht nur ein effektiver Impfstoff, sondern kann womöglich auch dazu eingesetzt werden, bestehende Infektionen zu beseitigen. Ach, deswegen ist sie wieder gesund. Ist nicht nur ein Impfstoff, sondern auch ein Heilmittel. Gut, da gehen wir gleich ran. Ich gehe nochmal zurück. Kurz nachladen. Die stehen doch alle gleich auf. Okay. Ich wollte an die Kiste und nicht an den Speicherstand. Danke. So. Doch, da haben wir noch genug von, ne? Okay.
So. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst dran muss. Impfstoffgerät? Sicherheitsgerät, okay. Legen Sie zum Start der Impfstoffsynthese die Rohstoffe in die Kammer. Okay. Synthese? Ich muss ihn selbst herstellen? Okay. Muss rausfinden, wie. Ja, wir brauchen Adjuvanz und, Impfdingsgedöns. Was haben wir denn hier? Ah ja. Aber wie finde ich raus, was ich brauche? Sicherheitsschlüssel erfolgreich erstellt. Was haben wir denn hier? Sicherheitsschlüssel entfernt. Und wozu brauche ich den? Für da hinten? Wie komme ich da hin? Stehen wahrscheinlich auch, wenn wir den Impfstoff haben, ne? Warte mal, da geht's nicht lang, ne? Nein. Da waren wir schon. Da ist noch eine Tür. Ach, da kann man nicht durch. Okay. Sperre aufgehoben. Danke. Du bist ja schnell an der Tür. Hast du ein Paket erwartet? Na, der hat anscheinend kein Paket erwartet. Ach Mensch. Schieß doch mal richtig. Ups. Was bist du denn? Ah. Meine Güte. Okay. Ja. Fehlt uns noch ein bisschen was. Warte mal. Mal nachfüllen. So. Genau. Munition haben wir auch noch. Machen wir mal so. Okay.
Dann wollen wir mal weiter. Du bist tot? Du auch? Was? Was bist du? Meine Güte. Er ist auch hinüber. Okay. Was das für Dinger sind, weiß auch keiner, ha? Bah. Sieht aus wie das Nemesis-Ding. Ach, da liegen noch... Liegt noch irgendwo was rum? Ach, da. Noch irgendwo was rum? Ah ja, okay. Der sitzt da so komisch in der Ecke. Okay, den Brief. Nachricht eines Wissenschaftlers. Es ist passiert. Unser Worst Case ist eingetreten. Das T-Virus ist irgendwie entkommen. Dr. Barth hat mir befohlen, riesige Mengen des Impfstoffs herzustellen. Ich habe eine Kultur des T-Virus-Antigens vorbereitet. Jetzt muss ich sie nur noch mit einem Adjuvans kombinieren, um die Wirkung zu verstärken. So sollte ich in der Lage sein, genug Impfstoff zu produzieren, um alle überlebenden Bürger zu retten. Die Adjuvansproben werden im Inkubationslabor gelagert. Testpersonen streifen bereits durch die Korridore. Aber ich muss einen Weg finden, an diese Proben zu gelangen, während die Kultur reift. Für den Fall, dass ich nicht zurückkomme, schließe bitte den Synthesevorgang ab. Versuche einen Weg zu finden, diesen Ausbruch zu stoppen. Das ist das Mindeste, das wir tun können, nachdem wir diese schrecklichen Ereignisse in Bewegung gesetzt haben. Naja. Okay. So. Aha. Ich glaube, da fehlt mir noch was, ne? Die Stromversorgung sein. Ja. Triff doch mal. Ah, hier ist noch ein Koffer. Ja. Fahren wir jetzt alles voll, ne? Ach, ich muss halten. Hm, ob ich da rein will? Nee, ich gehe da noch nicht rein. So wie die darauf zugeht, kommt dann gleich eine Cutscene und, ne? Da liegt noch irgendwas rum. Ach, ein Kraut. Das können wir gleich mal verbinden. Okay. Können wir oben auch nochmal gucken. Erstmal bringe ich die Sachen hier weg. Mache unser Inventar mal wieder ein bisschen leichter.
So. Könnt natürlich auch gleich erstmal hier Granaten herstellen, ne? Dass das gerade nicht funktioniert hat, ist natürlich auch mal wieder speziell. So. Okay. Ach, warte mal. Haben wir noch ein bisschen, ne? Okay. Hui. Dann wollen wir mal weitermachen. Ich habe nicht gedacht, dass hier noch so viel ist mit, obwohl doch mit Claire war auch ein bisschen, ne? Mit Lien. Wäre auch einiges gemacht. Wollte gerade sagen, das ist. Ah ja. Eine ist es immer. Das war leicht. Eine Antigenprobe. Die ja. Brauche ich definitiv für den Impfstoff. Bitte um Waffengenehmigung. Sehr geehrter Dr. Emerson, ich möchte Sie offiziell darum bitten, die Waffen, die normalerweise dem Biowaffensynthese-Team vorbehalten sind, auch den Mitarbeitern zugänglich zu machen, die mit der Aufnahme und Verabschiedung von Testpersonen beauftragt wurden. Diese Testpersonen sind zwar nicht so gefährlich wie unsere Biowaffenprodukte, aber ich glaube, dass diese Waffengenehmigung ratsam ist, wie unten erläutert. In letzter Zeit haben einige Testpersonen eine neue Mutation entwickelt, die sie mit sehr hohen Regenerationsfähigkeiten ausstattet. Unser Team nennt diese Exemplare Paleheads. Ihr Vorkommen ist regelmäßig, aber der spezifische Grund dafür muss noch gefunden werden. Durch die erstaunliche Regenerationsrate dieser Paleheads ist es schwierig, sie mit herkömmlichen Waffen zu töten. Ich dachte, das wären die Regenerators. Gab es die nicht in 4? Im Falle eines Systemausfalls der Anlage wäre unser Waffenarsenal für die Verteidigung nicht ausreichend. Aus diesem Grund bitte ich darum, alle Mitarbeiter in den Abteilungen für Versand und Abfertigung mit Waffen mit hoher Feuerrate auszustatten, die in der Lage sind, Paleheads zu töten. Dadurch wird sichergestellt, dass wir im Notfall die Gefahr schnell eliminieren. Unsicher evakuieren können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Manager für Versand und Abfertigung, Gabriel Reed. Ja, Gabriel, war wohl nichts, ne? Ich höre doch was. Was ist der denn? Ach, da. Oh. Naja. Kommen wir gleich nochmal wieder. Hab wohl nicht genug Schuss an der verbraucht, hä? Was? Nicht schon wieder. Ich hab dich doch getötet. Jetzt hätten wir genug Schuss gehabt. Ach, egal. Ich gehe trotzdem mal hier lang. Also genug Platz für die. Egal. So. Machen wir mal so, ne? Eieiei. Meine Güte. Gut, dann holen wir uns nochmal die Schuss. Dann können wir, glaube ich, auch schon den Part beenden. Auch wenn wir hier nur so ein bisschen rumgestromert sind. Du bleibst jetzt aber liegen. Jetzt muss ich mit dir schimpfen. Naja, zumindest das Ding haben wir schon, ne? So, für 4 Schuss nochmal zurückgekommen. Ja, sollte, glaube ich,
So langsam. Ich guck gleich mal nach der Zeit. Ich glaube, das ist wieder, ne? So. Können wir nochmal daran? Ach, ich mach das mal anders. So. Also ja. So. Naja, obwohl, wir werden wahrscheinlich was für das Adjuvans brauchen, ne? Platz. Pack ich mal die weg. Die pack ich auch mal weg. Kommt die dahin. Und dann haben wir ja ein bisschen Platz. Kann ich eigentlich immer gleich mal gucken. Oder haben wir noch ein paar Minuten? Ach, ich guck gleich mal. Speichern kann ich ja so oder so. Nö. Nö, das reicht für den Part. Wir sehen es dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Die Mobs ziehen durch die Stadt, legen Brände. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Ausbrüchen. Menschen werden verprügelt, Geschäfte. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren und mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. Secure but expected.